Hallo meine Lieben, ich wollte mal so ein Bewerbungsvideo machen, weil ich bin ja jetzt schon Single, seit 3 Jahren, alleinerziehende Mutter, ich habe 3 Kinder von 3 verschiedenen Vätern, die Kimberly habe ich, die Chantal und den Kevin, und ich bin ganz liebewert, also ich bin so eine liebevolle Person. Und ich gucke gerne Fernsehen, so die RTL-Sachen oder so, gehe sonst gerne raus, aber dann auch nur, wenn es denn unbedingt sein muss oder war, ne? So, weil muss man ja probieren, irgendwie alles unter den Hut doch zu kriegen, so, weil ich gucke unheimlich gerne so Verdachtsfälle, Familienbrennpunkt. Oder so die ganzen Sachen zum Beispiel, oder Christian Stahl oder die Schulermittler oder so. Und das ist dann immer ein Problem so. Weil ich gucke das ja auch ziemlich gerne, da habe ich auch nichts verpassen. Ich gucke auch einfach gerne Berlin Tag und Nacht und so. Und das kommt ja auch immer zu den unmöglichsten Zeiten. Da kannst du ja wirklich den ganzen Tag eigentlich gucken, weil das sind einfach so geile Themen und das interessiert mich eben halt. Oh ja, wie soll mein Traummann sein? Mein Traummann muss jetzt nicht unbedingt reich sein oder so. Das ist auch schon so, weil er schon Hartz IV also hat oder so. Ich weiß eben, wie man damit auskommt und leben. Und eigentlich kann man von Hartz IV ja nicht leben, aber es ist ja auch, der Dieter, so weißt du, der sich ja nicht um die Tochter, um seine Kimberly kümmert und so. Ach, alle sagen mir da immer schon so, Julia, pass auf, nimm dir doch mal einen anständigen Mann. Nicht so einen dreckigen Säufer oder so, der sich auch mal um die Kinder kümmert und so. Und nicht immer so eine Hartz-IV-Schmarotzer und so. Also er muss jetzt nicht so unbedingt so viel Geld haben, aber das wäre auch schon ein bisschen wichtig. Also einen guten Body muss er natürlich haben, weil ich habe natürlich auch einen guten Body und warum soll ich mich damit mit etwas anderem so zufrieden geben, so Bierbauchwampe oder so, das hab ich schon, da brauche ich auch einen Mann, der das auch noch hat. Also wäre schon so Brad Pitt-mäßig so oder so richtig hübsch, also The Rain Rock Johnson oder so. Das ist ja auch schon heiß, so mit seinem Oberkörper, mit seinem Body und so. Das Wichtige ist natürlich, dass er dann da mit Kimberly und mit der Chantal und mit der Kevin klarkommt. Das ist wirklich mir unheimlich wichtig, dass er mit meinen Kindern klarkommt, weil ich brauche keinen Mann, der nicht mit meinen Kindern klarkommt und auskommt. Ja, was gibt's da noch so zu beachten? Kochen sollte eventuell auch gut können. Also ich kann natürlich ganz gut, ganz deutsch natürlich, ganz deftige Mahlzeiten, richtige gute Sachen auch auf den Tisch zaubern. Das sollte er schon mal wissen. Also brauche jetzt nicht unbedingt so gut kochen können oder so. Da kann ich schon mal ein Spinatchen oder ein Eichen oder so, so aufmachen, wa? Was ist noch ganz wichtig? Körperhygiene und so zum Beispiel ist ganz wichtig. Und Aussehen achte ich jetzt nicht so drauf, so beim Mann, so, weil ich bin einfach schon hübsch und das ist ja auch immer das Problem so. Das hat mir ja die Gisela und die Hannelore und die Jacqueline hat mir das ja auch gesagt. Passt ja bloß auf, wenn du dir wieder einen Hübschen angelst, da ist wieder nachher die Christine hinter dir her und die Sabine und so. Da musst du echt aufpassen, weil wenn du dann einen hübschen Freund hast oder so, dann hast du den 1, 2, 3 weg. Da gucken die auch schon alle hinterher, die Ossi-Weiber so. Da musst du echt aufpassen so. Also, ja, also wenn du mich gerne kennenlernen willst, ne, und denkst du, das könnte mit uns so laufen oder so, dann kann sich ja bei mir melden, wa? Also, kann sich melden, denn. Ah, die Rotze, ey. Ja. Mann, hallo Chantal, ey. Ja, das meine ich so mit meinen Kindern. Hast du nie deine Ruhe so? Das wäre ja auch schon mal irgendwie so toll oder so. Da kann ich auch eine Babysitterin oder so mal melden, so. Dann kann ich nämlich auch mal so ein bisschen mehr mein Leben genießen, so Partyleben oder so, mal mit meinen Freunden feiern gehen oder so. So, weil sonst habe ich auch das Jugendamt wieder auf dem Hals und das wollen wir ja auch nicht, wa? Also könnt euch ja melden, denn und halt, das ist wichtig. Also Babysitterin so vielleicht, keine Ahnung, so 3,50 € die Stunde oder so. So mehr ist da auch nicht drin. Kannst auch hier wohnen, wenn du willst.
Dann hast du aber Papiamen zu machen, so Kindergeld möchte ich denn haben, so Schnie, Schnack, Schnuck und so. Und ja, ansonsten kannst du dich melden. Also mein Bewerbungsvideo ist jetzt aus für meinen Traummann. Ja. Und für die Babysitterin, genau. Tschüssi, meine Lieben.